Hallo Susanne, gestern haben wir das Fest Christkönig gefeiert und damit das Kirchenjahr beendet. Diese Woche werden wir den ersten Advent feiern und dann ein neues Jahr in der Kirche beginnen. Ja, wie gesagt, gestern haben wir Jesus Christus als den König des Universums, als unseren König gefeiert. Und was für ein König ist Jesus Christus? Das wurde uns auch gestern im Evangelium vorgestellt. Jesus ist ein König, dessen Thron das Kreuz ist, dessen Krone nicht aus Gold oder Edelsteinen, sondern aus Dornen gemacht wurde. Ein König, der gekommen ist, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und das Leben für uns alle hinzugeben. Ja, so ein König, liebe Schwestern und Brüder, ist Jesus Christus. Und dieses Fest hat auch mit unserem Leben zu tun, weil wir auch aufgrund unserer Taufe Könige und Königinnen sind. Wir wurden in unserer Taufe zum Priester, Propheten und Königin gesalbt. Und nicht damit wir so nach dem Motto als Könige zu Hause leben, indem wir uns so eine goldene Krone auf den Kopf stellen, uns auf einen Sessel sitzen, unser Zepter, das heißt unsere ferne Bedienung nehmen und anfangen, alle zu sagen, was zu tun ist. Nein, so wäre eine falsche Vorstellung eines Königseins, was uns Jesus vorgelebt hat. Jeder von uns ist berufen, ein König zu sein, aber im Sinne Jesu Christi, indem wir zuerst Jesus Christus in unserem Leben herrschen lassen, ohne Angst, in der Gewissheit, dass er gekommen ist, um uns zu befreien von uns selbst, von unserem eigenen Ich, von unserem Egoismus. Und so befreit von uns selbst, damit wir dann als Könige anderen dienen können, andere lieben können. Möge Gott uns diese Tage, diese Zeit auch, die jetzt beginnt in der Adventszeit, so zu leben. Als Könige, die nicht sich dienen lassen, sondern andere dienen wollen. Eine gesegnete Woche wünsche ich Ihnen allen.